wurde eine neue Episode hinzugefügt. Was eigentlich immer? Wahrscheinlich irgendein Kapo oder so. So, ich guck mal hier nach. Hier scheint alles sauber zu sein. Dann nutze ich das mal kurz, um zu zeigen, wie man denn hier seine Form trainieren kann. Das ist der Ausweichkonter. Alles kompliziert. Zusammenbasteleien. Ach ja. Der Seelenwächter. Geht einmal hier hin. Und dann kriegt die Meisterform die Donnerrose und die Heldenform kriegt den ewigen Kreis. So. Immer schön nachlegen. So, und damit kann ich noch Rüstungsding geben. Nicht Rüstung. Nehmen wir mal erstmal den Goldring. So. Wie viel kann ich überhaupt hier in Form trainieren? Ich muss mal kurz gucken. Ist überhaupt der Status von meinen Formen? Heldenform braucht noch ganz viel. Waisenform sowieso. Und Meisterform erst recht. So. Das Coole ist nämlich, wenn man gerade die Drive hat und dabei dann die Welt verlässt. Dann wird die Drive-Leiste wieder aufgefüllt. Das ist voll cool. Das kann man sich halt zunutze machen, um das zu trainieren. Das geht zum Beispiel hier in der Halle des Ecksteins sehr gut. So, alle fertig. Ich hoffe, ich bin nicht zu langsam. Muss man nämlich aufpassen, dass man nicht zu spät losrennt. Und da ist die Drive-Leiste schon wieder voll. Sehr schön, oder? So, gibt auch ungefähr mal 100 EP. Was will man mehr? Mit der Waisenform klappt das natürlich genauso gut, da das viele kleine Gegner sind, die man schnell ratzfatz weg hat. Hier muss ich ja noch ein bisschen trainieren. Die Waisenform vernachlässige ich ja gerne mal. So, schnell zurück. Ist am Anfang halt ein bisschen lästig, weil man ständig hin und her muss. Aber es ist immer noch einfacher, als immer die Drive-Leiste hoch zu bappen. So, naja, ein paar haben wir gesammelt. Gut, habe ich das auch mal erklärt. So, jetzt kann ich auch noch die Meisterform erklären, wenn ich einmal dabei bin. Und zwar geht es dann das Land der Drachen in den Thronsaal. Man muss ja Drive-Kugeln sammeln,
Dann braucht man natürlich Gegner, die da ordentlich was hinterlassen. Und das geht in der Vorhalle am besten. Das war mit den Zentauren. Dazu am besten noch Charmeur anlegen. Dann kann man ganz schnell wieder in den Thronsaal. In den Speicherpunkt und auf die Weltenkarte. Dann ist die Treibleiste wieder voll und man hat ein paar EP dafür gesammelt. Will ich jetzt aber nicht die ganze Folge mit verbringen. Mag jetzt schon zu den Piraten. Oh, das ist nur Level 37. Na gut. Dann landen wir wieder in Port Royal. Und ich level dann irgendwann mal die Form hoch. Das kommt vom Hafen. Kommt, das sehen wir uns an. So, wie viel habe ich denn eigentlich für die Kugeln jetzt bekommen? Naja, ordentlich. So. Hier noch Zeug reinwerfen. Zack. Jack! Zora, helft mir! Das heißt Zora, Donald und Goofy. Lass sie mich wegen Details dahinscheiden? Ei, ei. Hey, alle Piraten besiegen. Immerhin gibt es hier schön viel Mondschein. Und fertig. Diese Piraten waren verflucht. Ich dachte, der Fluch des Aztekengoldes wäre Vergangenheit. Was hat das zu bedeuten? Irgendein Taugenichts muss sich daran vergriffen haben. Oh, verstehe. Ihr traut mir nicht, oder? Ausgesprochen schlau von euch. Immerhin bin ich ein Pirat, Freunde. Jack, Zora. Elisabeth. Das riecht nach Ärger. Warte, Jack. Ich brauche eure Hilfe. Die verwunschenen Piraten sind zurück. Will wollte herausfinden, warum. Also ging er zur Isla de Muerta, um den Aztekenschatz in Augenschein zu nehmen. Ich habe Angst, dass etwas passiert ist. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Ei, das war ja klar. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr das schon alleine tun, Miss. Alleine? Wirklich, Jack? Zu der Insel segeln und gegen die verwunschenen Piraten angehen? Ihr seid ein resolutes Fräulein. Auf einen Versuch käme es an. Seid ihr sicher, dass er in Schwierigkeiten ist? Nein, sicher bin ich nicht, aber er ist schon zu lange fort. Ich wollte ja mit ihm gehen, aber er bestand darauf, dass ich hier bleibe.
Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was für ein Glückspilz. Bitte, Jack, bringt mich zu ihm. Captain Jack, Sekunde. Ich sehe dabei keinen Profit für mich herausspringen. Ich werde euch entlohnen. Andererseits, ihr schuldet Will etwas. Er hat euch einmal das Leben gerettet. Auch wieder wahr, wollen wir? Die Black Pearl. Muss ich mich ja, glaube ich, auch noch mal umschauen. Ich muss einfach... Ah, schade. Ich dachte, man kann das einfach so zum Spaß abschießen. Viele, viele Items, Speicherpunkt, aber sonst... Schade. Los geht's. Ach, sind alle wieder da. Oh, Herztorser. Muss ja gar nicht aufs Mondlicht achten. Praktisch. Auch immer die herkommen, keine Ahnung. Kein Schiff weit und breit. Interceptor, Steuerbord voraus! Will! Das ist nicht lustig, Jack! Wir müssen ihn retten! Will, wach auf! Elizabeth! Was ist passiert? Die Medaillons. Und die Steintruhe. Jemand hat sie gestohlen. Dann wurden wir angegriffen. Aber ich konnte nicht sehen, wer es war. Sein Gesicht war verdeckt von einer schwarzen Kapuze. Die Organisation. Wir entkamen aus der Höhle. Aber der Schurke hat uns eine furchtbare Kreatur auf den Hals gehetzt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe als Einziger das Schiff erreicht. Will. Elizabeth, ich bin etwas erschöpft. Hier kommen wir ins Spiel. Aber bereitet euch gut vor, wir wissen nicht, was da draußen wartet. Entschuldigt bitte, ihr Lieben, aber euer Captain hat wenig Lust auf eine furchtbare Kreatur. Oh nein, wir segeln in heimatliche Gefilde. Einfach so? Einfach so. Was macht er denn hier unten?